Einen Finger kann man brechen. Fünf Finger sind eine Faust. So, links, zwei, drei. So, links, zwei, drei. Und ein Platz. Ja, wir wollen jetzt beginnen. Wenn Armin fertig ist. Andrea, seid ihr fertig? Ja, also ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Themenehrung heute. Und ich freue mich, dass wieder welche gekommen sind. Leider waren wir das letzte Mal, glaube ich, ein paar mehr. Aber es macht nichts. Wir halten die Fahne hoch. Ja, und heute wird Christiane Ladendorf, das ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag, sprechen. Und anschließend haben wir noch mehr Redner. Von der DKP wird noch einer sprechen und sicherlich. Wer wird von euch noch sprechen? Du? Jochen? Nee. Kalle. Ach, gut. Ich übergebe jetzt. Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Stralsund und dem Landkreis, liebe Gäste, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich bin sehr stolz, dass ich als Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Kreistag Vorpommern-Rügen vom Veranstaltern gefragt wurde, ob ich die Rede zum Gedenken an die Ermordung Ernst Thälmanns halten werde. Ich habe sofort zugesagt. Denn für meine Generation und die nachfolgenden Generationen, die in der DDR aufgewachsen sind, ist Ernst Thälmann ein Mensch, der uns begleitete, der unser Leben prägte. Und weil ich überzeugt bin, dass sein Vermächtnis für uns heute noch wichtiger denn je ist, nämlich ein Bündnis aller Menschen im Kampf gegen Faschismus, im Kampf für eine bessere Welt zu schaffen. Fast täglich begegnen wir den wiederauflebenden Antikommunismus und faschistisches Gedankengut, Fremdenhass und Fremdenfeindlichkeit verstecken sich nicht mehr. Die meisten Kinder in der DDR waren Mitglied der Pionierorganisation, die seinen Namen trug. Wir erfuhren viel über sein Leben. Mag auch manches überhöht gewesen sein, denn auch Thälmann war ein Mensch, und Menschen sind bekanntermaßen nicht unfehlbar. Irrtümer aber müssen stets im Kontext der Geschichte gesehen werden und können nicht mit den Augen und dem Wissen von heute bewertet werden. Doch eines ist gewiss: Er setzte sich, solange er lebte, für die Interessen der Werktätigen und Unterdrückten ein, und dass Thälmann und seine Genossen die Ersten waren, die den Widerstand gegen das Hitlerregime organisierten und zur Einheitsfront aufriefen, ist ein Fakt, der nicht vom Tisch zu wischen ist. Straßen und Plätze trugen seinen Namen und in vielen Orten noch heute. Und das ist richtig, auch wenn es immer wieder Bestrebungen gibt, dies zu ändern oder seine Gedenkstätte zu beseitigen. Diese Angriffe gegen Thälmann haben Methode. Damals wie heute. Es ist das Resultat der Angst des Kapitals vor den Werktätigen und vor den Kommunisten. Der Befehl Himmlers vor 72 Jahren lautete: Thälmann ist zu exekutieren. Die faschistische Diktatur hatte Angst vor ihm und seiner Standfestigkeit, hatte Angst vor einem aufrechten Kommunisten und dem populärsten Arbeiterführer Deutschlands. Knapp vier Wochen nach dem Attentat auf Hitler wurde Ernst Thälmann im KZ Buchenwald hinterrücks ermordet und mit ihm ließen in dieser Zeit weit über 1000 Antifaschisten ihr Leben. 400 Todesurteile wurden durch die faschistischen Richter gefällt. Indem wir Thälmann ehren, ehren wir auch Sie, die für ein besseres, demokratisches Deutschland
im Kampf gegen den Faschismus ihr Leben ließen. Ernst Thielmann, der aus einfachsten Verhältnissen kam, kannte die Not und Unterdrückung aus eigenem Erleben und wird zu Recht als ein großer Sohn des deutschen Volkes in einer Reihe mit August Bebel und Wilhelm Liebknecht, mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht genannt. Folgende Verse der Dichterin Gisela Steineckert fielen mir ein, als ich mich auf diese Stunde des Gedenkens zu Ehren Ernst Thielmanns vorbereitete, und ich möchte sie mit euch teilen. Hat ein Mensch gelebt, bleibt noch seine Spur. Allen, die ihn liebten und nicht denen nur. Hat ein Mensch gelebt, hat er seins getan, sehen ihn noch lange, die ihn ehrlich sahen. Hat ein Mensch gelebt, was aus sich gemacht, fließen um ihn Tränen in der Trauernacht. Diese eine Wärme kühlt unaufhaltsam fort. Hast du ihn nie ganz erfüllt? Such das eine. Such für ihn das Wort. Denn er hat gelebt. Und du weißt die Spur. Dort, wo er geliebt war, wo man ihn erfuhr. Ernst Thielmann, vor dessen Denkmal wir uns versammelt haben, Junge und nicht mehr ganz Junge, Parteilose und Mitglieder verschiedener linker Parteien sowie Mitglieder der Friedensbewegung hat Spuren hinterlassen. Hat Spuren hinterlassen in unserem Denken, hat Spuren hinterlassen in der Gesellschaft. Ich halte Ernst Thielmann für einen großen Führer der Arbeiterklasse, dessen Visionen versucht wurden, in der DDR mit Leben zu erfüllen. Bis 1990 musste sich das kapitalistische System im Westen bewähren, weil es ja im Kalten Krieg einen politischen Wettkampf der Systeme um die Weltherrschaft gab. 1989-90 ist in Ostdeutschland die Entscheidung für den Freifahrtschein des Kapitalismus gefallen. Nun muss der Kapitalismus sich nicht mehr sozial geben, weil er sich nicht mehr bewähren muss. Und er zeigt sein wahres Gesicht. Die historische Figur Ernst Thielmann soll uns Hoffnung geben und daran erinnern, dass es auch anders gehen kann. Ernst Thielmann ist und bleibt eine große deutsche Persönlichkeit auch. Und gerade weil sich die Apologeten des Kapitalismus, die den Begriff Demokrat benutzen, um gerade diesen Sachverhalt zu kaschieren, sich über ihn hermachen. Es war eine Zeit in seiner Kindheit, da war dem Zusammenbruch der traditionellen Ordnung der Kaiserreiche, da sind Ideologien, ihre neuen Chancen sind gekommen oder sie sahen sie. Die Sowjets und die faschistischen Staaten machten jeweils eine völlig unterschiedliche Politik. Der Jahrestag der Ermordung Ernst Thielmanns ist Anlass, des aufrechten Kommunisten und Antifaschisten zu gedenken, der seit der Mitte der 20er Jahre bis zu seinem Tod an der Spitze der Kommunistischen Partei Deutschland stand. Die Partei, die Linke, wurzelt auch in verschiedenen Traditionszusammenhängen und steht in reichem und fruchtbarem wie auch tragischem Erbe, genauso wie die KPD, der wir ebenfalls nicht ohne Ernst Thielmann gedenken können. Auch die DKP, die MLPD, alle linken Parteien haben ihre Wege und ihre Traditionen im Erbe Ernst Thielmanns. Der Kampf hunderttausender Proletarier gegen Militarismus, Faschismus und Krieg wird immer mit seinem Namen verbunden sein. Auch darum ist die Aufhebung der Verbote von KPD und FDJ in der BRD schon längst überfällig. Ernst Thielmann kam als 39-Jähriger an die Spitze der Partei. Ich erspare euch allen die Biografie, weil ihr sie alle kennt.
Nach schweren Klassenkämpfen und komplizierten innerparteilichen Auseinandersetzungen stand er vor Aufgaben, die ein Höchstmaß an intellektuellen und politischen Fähigkeiten abverlangten. Dabei zeigte er, dass er ein Mensch aus Fleisch und Blut war, ein interessanter und auch ein widerspruchsvoller Mann. Mein Volk, dem ich angehöre und das ich liebe, ist das deutsche Volk. Und meine Nation, die ich mit großem Stolz verehre, ist die deutsche Nation. Eine ritterliche, stolze und harte Nation. Für manchen mag das pathetisch sein, doch daraus resultierte seine Standhaftigkeit. Woher nahm dieser Mann sonst die Kraft nach 11 Jahren Einzelhaft, Folter und Demütigung in einer Zeit, da Deutschland den anderen Völkern Tod und Verderben brachte, die Ehre des deutschen Volkes dennoch hochzuhalten? Der Kommunist Thälmann war ein Patriot aus Überzeugung. Sein Patriotismus aber erwuchs aus seiner innigen Verbindung zu den werktätigen Menschen, aus dem Bewusstsein, dass es eine Alternative gibt zu dem Deutschland des Kapitals und nicht aus einem nationalistischen Bewusstsein, wie ihm heute manchmal unterstellt wird. Thälmann war ein großer Sohn des deutschen Volkes, der zu Recht in der Reihe mit den anderen Arbeiterführern steht. Er war derjenige, der nach der Novemberrevolution von 1918 dem Volk klar sagte: Der Kaiser ging, aber die Generale blieben. Und er war es, der aus dieser Analyse Anfang der 30er Jahre weitsichtig formulierte: Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler. Wer Hitler wählt, wählt Krieg. Schließlich ist unstrittig, dass Thälmann die Strategie der KPD für den Kampf gegen Krieg und Faschismus mitbegründet hat. Natürlich war damals eine Zeit unter den Bedingungen des beginnenden Illegalität, wo nicht alles genau protokolliert wurde. Wenn wir heute sagen, wir lieben unser Land, dann heißt das nichts anderes, dass wir alles tun, damit es ein friedliches und freundliches Land ist. Im Angesicht des Raubtierkapitalismus in der Welt, im Angesicht der Kriege, die überall in der Welt durch die Mächtigen geführt werden, im Angesicht von Not und Elend von Menschen, die ihr Land aus Angst vor Krieg und Verfolgung verlassen, oder aus der Not, im Angesicht von auftretenden Fremdenfeindlichkeiten, im Angesicht von Arbeitslosigkeit und Armut, haben wir die verdammte Pflicht, uns der Worte Ernst Thälmanns, unseren Teddy, wie ihn die Arbeiter liebevoll nannten, zu erinnern. Wir ehren Thälmann, indem wir nach seinen Worten handeln. Treu und fest, stark im Charakter und siegesbewusst im Handeln, so und nur so werden wir unser Schicksal meistern. Setzen wir uns gemeinsam ein gegen imperialistische Kriegspolitik, gegen den Abbau von Sozialleistungen, gegen Fremdenhass. Lassen wir uns nicht unsere Würde nehmen, in der DDR gelebt zu haben. Verteidigen wir sie gegen Lüge und Verleumdung. Sein Aufruf zur Einheitsfront aller Genossen ist zwingender denn je. Einzige Bedingung war aus seiner Sicht, gemeinsam gegen den Faschismus zu arbeiten. Ich glaube an den Triumph der Wahrheit, sagte Ernst Thälmann. Die Wahrheit steht im Kommunistischen Manifest, so Bertolt Brecht. Für antifaschistische Einheit, Kampf gegen Demokratieabbau und gegen die neuen Volksverblender, die mit Parolen das Land vergriffen, kann es nur eins geben. Wir müssen gemeinsam handeln, gemeinsam den Menschen die Augen öffnen, wenn wir diese bunten Blättchen in den Briefkasten erhalten, in denen wilde Versprechungen gemacht werden, in denen Angst geschürt wird, dann müssen wir ganz einfach nur aufklären. Und es gibt ein Wort, was ich auf den T-Shirts von den Jupp-Leuten gelesen habe. Sozial ist Muss. Ich danke für die Aufmerksamkeit.